an, befinden wir uns gerade in einer Küche, und zwar in unserer Küche. Und ich trage eine Nerdbrille, die sich extrem spiegelt. Oh ja. Da mein letztes Snack-Ideen-Video für die Schule unglaublich gut angekommen ist und ich irgendwie gesagt hatte, bei 1000 Daumen hoch gibt es innerhalb der nächsten 2 oder 3 Wochen einen zweiten Teil. Und ich glaube, wir haben in weniger als 24 Stunden die 1000 Daumen hoch erreicht, was ich einfach so krass fand. Und ja, deswegen gibt es heute den versprochenen zweiten Teil mit 5 Snack-Ideen, die super einfach sind, schnell gehen, mega lecker, gesund und auch noch super zum Mitnehmen. Und ich denke, das ist eine gute Kombination und deswegen legen wir auch gleich los. Dazu braucht ihr Wraps, irgendwie logisch. Dann habe ich ein bisschen Hähnchenfleisch genommen, genauso wie Paprika und Tomatenketchup und außerdem Ziegenkäse und kleingeschnittene Tomaten. Und habe ich schon angefangen, die kleinen Tomaten erstmal in der Pfanne anzubraten, genauso wie das Hähnchenfleisch und die Paprika. Meine selbstgemachte Salsa ist wirklich mega einfach und zwar gebe ich einfach ein bisschen Ketchup zu den Tomaten, weil ich es liebe, wenn der Zucker aus dem Ketchup so ein bisschen in der Pfanne karamellisiert und das so ein bisschen süßlich wird. Ihr könnt es natürlich auch noch würzen, müsst ihr irgendwie gucken, was euch am besten schmeckt. Und in der Zeit, in der das brät, habe ich meinen Wrap mit Ziegenkäse bestrichen. Das müsst ihr natürlich auch nicht machen, falls ihr keinen Ziegenkäse oder so mögt. Dann nehmt einfach Frischkäse zum Beispiel und dann habe ich einfach meine gebratenen Zutaten in den Wrap gegeben und das ein bisschen verteilt. Wenn ihr den Wrap dann noch in etwas Alufolie einpackt, dann hält das richtig gut und ist auch noch super gut zum Mitnehmen. Dann legt man es einfach in eine Brotdose und tada, ein super Snack für die Schule zum Beispiel oder einfach zum Mitnehmen. Und ich muss sagen, die schmecken wirklich mega, mega lecker. Der Shake ist wirklich super einfach und zwar habe ich als erstes ein paar gefrorene Himbeeren aufgetaut und dann in meinen Mixer gegeben. Genauso wie eine halbe Banane. Man könnte auch eine ganze nehmen, aber ich finde, das reicht eigentlich. Dann kommen noch ein paar Dinkelflocken dazu, damit das Ganze auch satt macht. Ihr könnt natürlich auch Haferflocken oder so nehmen. Dann gebe ich noch ein paar kleingeschnittene Datteln hinzu, die das Ganze einfach auf natürliche Art und Weise süßen. Und dann habe ich mich für ein bisschen Haselnussmilch entschieden, weil ich die gerade ausprobiert habe. Und ich finde sie super lecker. Habe aber natürlich noch ein bisschen normale Milch dazu gegeben, weil ich einfach Milch mag. Und dann habe ich einfach das Ganze gut durchgemixt. Ich habe meinen Frühstücksshake dann wieder in so ein altes Smoothie-Glas gegeben, weil ich das super für unterwegs finde. So kann man es leicht mitnehmen und die Farbe sieht ja wohl mal richtig, richtig cool aus, oder? Ich mag das Pink irgendwie. Der Shake macht durch die Banane und die Dinkelflocken auch relativ lange satt, was ich super gut für die Schule zum Beispiel oder einfach für unterwegs finde. Weil, wer kennt es nicht, man hat aus Langeweile immer irgendwie ein bisschen Hunger. Und ich würde euch so gerne durch die Kamera was abgeben, damit ihr probieren könnt. Aber falls ihr wissen wollt, wie gut der schmeckt, dann müsst ihr es einfach nachmachen. Für diesen Snack habe ich als erstes solche Maiswaffeln von Alnatura genommen. Die gibt es in Natur und gesalzen, aber ich finde, dass Natur jetzt hier ein bisschen besser passt. Und habe ich einfach eine halbe Banane klein geschnitten und auf beide Seiten meiner Reismaiswaffeln, was auch immer, etwas Erdnussmus gegeben. Ich finde das ganz gut, weil es nachher gut zusammenklebt dann. Und darauf habe ich dann noch so ein bisschen Himbeermarmelade gegeben, die aus 100% Himbeeren besteht und keine künstlichen Zuckerzusätze zum Beispiel hat. Was ich sehr, sehr gut finde, weil dann ist das Ganze nämlich wirklich so Peanut Butter and Jelly mäßig, nur eben in gesund. Mega lecker, aber wie man sieht, nicht ganz so einfach zu essen. Hierzu brauchen wir ein bisschen Salat, Tomaten, Hummus und geraspelten Käse. Und als erstes habe ich meine Salatblätter, das sind so Mini-Romana-Salatblätter, mit etwas Hummus bestrichen und darauf dann meinen gehobelten Käse, das ist Gouda gewesen, drüber gegeben. Und dann habe ich das Ganze einfach schon versucht, möglichst einzurollen, dass dieser dicke weiße Strang in der Mitte nicht irgendwie bricht. Das ging auch ganz gut. Damit das Ganze noch etwas besser hält, habe ich das noch mit einer Cherry-Tomate und einem Zahnstocher befestigt. Und das ist jetzt wirklich so die einfachste Variante dieses Salat-Wraps. Ihr könnt es natürlich mit allen möglichen füllen. Zum Beispiel auch mit Putenbrust oder sowas oder Salami. Das ist bestimmt auch lecker. Aber ich fand irgendwie die Kombination aus Käse und Hummus sehr, sehr, sehr lecker. Hierzu brauchen wir Mehl. Ich habe mich jetzt für Vollkornmehl entschieden, außerdem 2 Eier.
dann eine Zucchini und etwas Feta-Käse. Dann brauchen wir noch ein bisschen Backpulver und solche Muffinförmchen. Am besten eignen sich da so Silikonförmchen. Ihr könnt aber natürlich auch nehmen, was ihr zu Hause habt. Und als erstes raspel ich meine Zucchini. Zu diesem Zucchini-Geraspel kommt dann noch der Feta-Käse, den ich einfach mit Hilfe meiner Hände so zerbröselt habe. Und dann kommen dann nämlich noch die Eier, das Mehl und das Backpulver hinzu. Und dann könnt ihr das Ganze einfach durchmixen. Alle Mengenangaben, weil ich habe jetzt hier 3 Portionen gemacht, findet ihr nochmal in der Infobox. Da ist nämlich das Rezept verlinkt und da könnt ihr es einfach auf eure Portion und Wünsche anpassen. Falls der Teig zu trocken ist, dann gebt einfach etwas Milch hinzu und mixt das Ganze weiter durch, damit so ein dickflüssiger Teig entsteht, damit ihr das gut in die Muffinförmchen füllen könnt. Und dann kommen die Muffins auch schon bei 190 Grad und Ober- und Unterhitze in den Backofen für ca. 30 Minuten. Dann sollte das Ganze ungefähr so aussehen und lasst sie am besten etwas abkühlen. Ich bin auch so jemand, der am liebsten immer alles heiß isst, aber eigentlich ist das keine gute Idee. Und die sind wirklich super lecker, die habe ich auch zum ersten Mal ausprobiert und bin absolut begeistert. Die kann man bestimmt super mitnehmen, aber ich kann mir die auch super so als Beilage zum Beispiel zum Salat vorstellen. Und ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch der zweite Teil genauso gut gefallen hat wie der erste und deswegen freue ich mich natürlich über Feedback und über Kommentare. Und wenn ihr ein Food Diary sehen wollt in nächster Zeit, weil das habe ich schon richtig lange angekündigt und immer noch nicht gemacht, aber momentan drehe ich an einem und wenn ihr das sehen wollt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, dann weiß ich Bescheid, dass ich mich ein bisschen beeile. Und wie immer, falls ihr irgendwas davon nachmacht, dann würde ich mich riesig über Fotos freuen. Schickt sie mir einfach auf Twitter oder auf Instagram und dann kann ich sie sehen und liken und ich freue mich wirklich immer darüber. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!